can tell by your eyes that you probably been crying forever. Und wenn Sie die Möglichkeit nutzen, auch nur ein paar von den 100 Veranstaltungen, Museen, Einrichtungen sich am Wochenende anzuschauen, dann wissen Sie, wie reich unser schönes Nordhessen, unsere Heimat an Kunst und Kultur ist und wie viel Genuss man dort erleben kann. Viele wissen nicht, was im Landkreis Kassel tatsächlich sich abspielt oder was sich auf dem Meißner abspielt. Und diese Initiative trägt dazu bei, das mit Leben zu füllen. Da habe ich wieder ganz vielen Gästen zeigen können, in Nordhessen ist richtig was los, in Nordhessen lässt es sich gut leben. In Kassel sagt man schmecke Wöhlerchen. In großer Zahl finden nämlich kulinarisch das Beste, was Nordhessen zu bieten hat. Der Markt nennt sich Entdecken durch Schmecken, ist ein direktvermarkter Markt, das heißt zum Beispiel Bauernhöfe oder Metzger aus der Region vertreiben hier ihre eigene Produktion. Also die produzieren das alles selber, verkaufen das hier und präsentieren sich hier halt auf dem Friedrichsplatz. Angekoppelt ist ein Touristikermarkt, wo halt die touristischen Highlights aus der Umgebung von Nordhessen hierher kommen, sich präsentieren. Die NVV, ihre Rolle ist eine der größten, weil die stellen das Entdeckerticket, nennt sich das. Das ist ein Ticket, da kann man für 4 Euro am Tag sich im ganzen NVV-Kreis bewegen. La lasagne, come sempre, no, la lasagne, alla microvele, sì. Although it's always crowded, you still can find some room for broken hearts. Das Theater im Zentrum.